Dass Männer nicht nur gut tanzen können, sondern dabei auch erfolgreich sein können, zeigen Tim Albrecht und Sebastian Gürlebeck. Beide sind im Majorettenchor der Fanfarengarde Frankfurt-Oder. Der 21-jährige Tim ist gebürtiger Frankfurter und kam durch seine damalige Freundin vom Fußball zu den Majoretten. Nun sein größter Erfolg, deutscher Meister im Duo, gemeinsam mit seinem Partner Sebastian Gürlebeck bei den deutschen Meisterschaften in Bocholt. Die Mühe der letzten Jahre hat sich also gelohnt. Also definitiv, man hat 3 Jahre lang für diesen Tanz geprobt und dann steht man da auf dem Treppchen, hat seinen Pokal in der Hand und man ist einfach stolz auf sich selbst, dass man es wirklich bis dahin geschafft hat. Sebastian Gürlebeck ist Cheftrainer der Majoretten. Der 24-Jährige betreibt seit 8 Jahren die Tanzsportart Twirling, wie sie im deutschsprachigen Raum genannt wird. Er holte bei der Deutschen Meisterschaft den 1. Platz im Solo-Senioren und ist nun doppelter deutscher Meister. Für ihn ist klar, was ihn an diesem Sport begeistert. Es ist halt nicht wie jeder andere Sport. Also es ist was Außergewöhnliches, macht nicht jeder, ist eine Seltenheit. Und durch diese Tradition mit den Uniformen im Standard Tradition, zum Beispiel Standard Modern, das sind 2 Kategorien auf der Meisterschaft, ist das nochmal, ja, hat das einen traditionellen Aspekt. Und diesen Mix finde ich halt tatsächlich einfach super faszinierend. Und die Arbeit mit dem Stab natürlich. Das Twirling kommt ursprünglich aus den USA, bei dem die Jonglage mit einem Metallstab, dem sogenannten Baton, im Vordergrund steht. Das Ganze wird meist in Formationen mit Tanzelementen untermalt. Eine Sportart für alle, wenn man einige Fähigkeiten mitbringt. Also als erstes braucht man wirklich Interesse und Neugierde für diesen Sport. Taktgefühl, Kondition, das kommt alles nach und nach, wenn man hier ein paar Wochen, Monate lang mitgemacht hat. Aber Spaß ist an erster Stelle und das sollte sich auch bis zum Ende wirklich langziehen. Mit dem richtigen Training sind also auch große Erfolge möglich. Bei den Meisterschaften gab es für den gesamten Majorettenchor großartige Platzierungen. Sich darauf ausgeruht wird nicht, die nächsten Ziele stehen bereits fest. Also die nächsten Ziele ist natürlich Titelverteidigung, ist klar. Wir haben noch leider in unseren traditionellen Kategorien sind wir noch nicht so erfolgreich. Aufgrund von Schusseligkeitsfehlern, es passiert ja immer irgendwas, ne, läuft ja nie einwandfrei. Und das wäre schön, wenn wir das noch rauskriegen, wenn das dann läuft. Und vor allem, wenn unsere Jugendgruppen, also die Teenies, Junioren und Minis, wenn die schaffen, auf einem Treppchen zu landen, das wäre auch nochmal, das sind so die nächsten Ziele, denke ich, die wir erstmal anstreben. Dass das Majorettenchor nicht nur reine Frauensache ist, zeigen Tim und Sebastian. Ähnlich wie beim Cheerleading treibt es immer mehr Männer zu diesem Sport, auch wenn der männliche Nachwuchs ruhig mehr sein könnte. Wäre schön, tatsächlich. Ich hoffe, dass das Klischee auch irgendwann mal aus dem Weg geräumt ist. Wir sind im 21. Jahrhundert. Es wäre schön, wenn auch dieses sexualitätbehaftete, naja, nur Frauen, und wenn es Männer machen, sind sie halt automatisch auch gleich auf der anderen Seite. Stimmt halt so nicht. Und das muss halt auch einfach weg, weil das ist ein Sport für alle. Es ist ein ganz regulärer Sport und der kann, wenn man ihn unter anderen Umständen auch trainiert, auch Höchstleistungssport sein. Deshalb ist das, ja, hoffe ich einfach, dass irgendwann mal ein Sinneswandel kommt und man sich noch mehr öffnet und wir ja auch mehr Männer mit dazu bekommen. Das wäre schon schön. Wer seine Begeisterung fürs Tanzen auf neuen Wegen ausprobieren möchte, kann sich jederzeit bei den Majoretten ausprobieren. Nachwuchs ist immer willkommen, egal ob männlich oder weiblich. Trainiert wird immer montags, donnerstags und Sonntag. Weitere Informationen gibt es auf www.fanfarengarde.de.